Herzlich willkommen zurück bei Mountain Blade Warband. Wir befinden uns vor der Stadt Yalen und haben aktuell keinen großen Auftrag. Ich würde aber mal sagen, wir kümmern uns mal darum, dass wir ein bisschen beliebter werden bei unseren Favorite-Dörfern. Hier zum Beispiel Fedner, waren wir da? Hatten wir da schon? Oh ja, oh mein Gott. Achso, bei denen haben wir uns sogar unbeliebt gemacht. Ja, ist mir eigentlich egal. Man muss ja nicht überall beliebt sein. Hier, guck mal, da können wir doch nochmal anfragen, ob die vielleicht nochmal Hilfe brauchen. Bei irgendwas. Okay, die also nicht. Dann gehen wir mal nach Emma. Servus. Ansonsten würde ich fast sagen, müssten wir noch mehr Turniere machen tatsächlich, damit wir schnell mehr Ansehen bekommen. Jo, müssen wir mal gucken. Erstmal hier nach Quest schauen, nach Aufgaben von den Dorfbewohnern. Und ansonsten, ja gut, wir können halt auch wieder Plünderer umhauen gehen. Ich weiß nicht, ob das so die Erfüllung ist. Oder wir machen Aufträge für die werte Lordschaft. Aber da müssten wir auch erstmal die ganze Zeit hin und her rennen und irgendwelche Lords finden, die uns dann irgendwie gewillt sind, neue Aufträge zu geben. Naja. Kriegen wir alles schon irgendwie hin. Auf jeden Fall haben die ganzen Kuhdörfer hier schon mal keinen auf. Oh! Na, das ist doch eine feine Sache. Stellt euch mal ein bisschen auf hier, Männers. Wo war es da? So. Attacke! Them. Ja, einwandfrei. Ach genau, eine Sache wollte ich noch einstellen. Um es noch ein bisschen schwieriger zu machen. Aber dadurch sind dann auch diese ganzen Banner nicht im Weg. Einziger Nachteil ist halt, dass ich mit meinem Bogen jetzt die Leute halt auch verletzen kann. So, Infanterie zum Angriff. Also im Bogen kann ich sie jetzt theoretisch auch, wenn ich die Banner sehe, verletzen. Nur dann sehe ich halt besser, wer zu mir gehört und wer nicht. Ja, wunderbar. Gut, und die Herrschaften ist eindeutig zu sehen, dass das Banditen sind. Okay. Das war jetzt aber nicht die feine englische Art hier. Zwei Leute mit zwei Äxten knüppeln ja einfach die Bauern nieder. Bin jetzt mal gespannt, wie viele da gefallen sind. Oh, fünf von mir. Ach du Kacke. Zwei Rodok-Speerträger, Stammeskrieger und geübte Speerträger auch noch. Ach du Kacke. Ja, und Haufen Bauern wurden halt verwundet. Ich weise das Angebot zurück. Das gibt mir nämlich Ehre. Ich rekrutiere Freiwillige. Wow, einen habe ich gefunden. Krasse Sache. Na. So. Ach, hier können wir auch noch einen. Exquisit. Dann gehen wir nochmal hier in das Dorf. Oh, vier Stück, einwandfrei. Sind wir wieder voll besetzt und fragen mal hier uns ein bisschen rum. Gut, der hat keine Aufgabe für mich. Gehen wir mal in die Arena. Yelkala, Praven und Kurva. Kurva. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so ausspricht, aber
Kurave, besser. Kurave ist besser. Scheinbar reitet da unten gerade jemand lang und hat jemanden gehabt. Also Yelkala und Praven. Das kriegen wir vielleicht sogar hin. Yelkala und Praven. So, das Turnier ist schon mal schon vorbei. Ach, hier war scheinbar schon wieder ein Gelage. Oder immer noch, wer weiß. Habt ihr eine Aufgabe? Nein, hat er nicht. Gut, dann reisen wir mal nach Braven. Aber vorher. Moment. Kann man das nicht auch einfacher machen? Guck mal. Nein, hat er nicht. Gut. Tschüss. Oh, 34 Banditen. Moment. Die kann man ja hier nicht einfach so rumlaufen lassen. Euer Glück hat ein Ende, ihr Schuft. Ah, oh, eine perfekte Karte. Wunderbar. Sowas liebe ich. Können wir uns hier in aller Ruhe positionieren. Schön machen sie das. Einwandfrei. Aber ich denke, wir mischen jetzt mal mit hier. Gerade, du hast einen Bogen, du bist fokussiert. Die Infanterie geht ein bisschen zusammen. Und ihr könnt jetzt angreifen. Yeah, verdammt. Jo. Gegönnt haben wir uns die Bengel. Einer wurde ge ein Geübter. Warum sterben immer die Geübten? Sollte man doch meinen, dass sie am längsten überleben. Wie so ein gammeliger Pikenhalter, sage ich jetzt mal, der kriegt's nicht hin. Mein Herr, ich hoffe, ihr vergebt mir meine kühne Rede, aber meiner Meinung nach kennt Marnet, der Kaufmann, seinen Stand nicht. Während des letzten Gefechts schnitt er mir den Weg ab, um einen Feind anzugreifen, den ich für mich selbst ausgesucht hatte. Ich schätze es, dass er gewillt ist, sein Leben im Kampf aufs Spiel zu setzen, aber das allein macht ihn noch nicht zu einem Ehrenmann. Er ist nicht von Adligen geblüht und der Reichtum seiner Familie kommt von Kommerz und Wucherei. Er mag mit uns als Hilfssoldat kämpfen, aber er sollte nicht versuchen, besseren Leuten als ihm selbst den Ruhm zu stehlen. Er ist halt einfach ein Arschloch, ne? Wie man es auch dreht und wendet. Aber ja, entweder stehe ich jetzt für Marnet ein, ich stehe für ihn ein, oder es juckt mir aber nicht. Ich sage mal, Mann, der bringt mir halt nichts außer die. Ja, komm her, du bist für mich gerade besser. Geht's einfach nur nach Leistung, nicht nach Charakter. So. Wir machen bei dem Turnier mit. Auf geht's. Aua. Na, wo sind sie?
Damage. Also das muss ich nochmal üben. Ich habe jetzt wieder auf manuell schwer gestellt, das mit der Lanze. Okay. Interessant. Also ich kann mit der Lanze laufen, ja. Mit der eingelegten Lanze, so. Aber sobald ich mich wegdrehe... Nee, was auch nicht. Moment, da probieren wir gerade nochmal ein bisschen rum hier. Also ich laufe, ich lege die Lanze ein. Ich drehe mich weg. Das ist alles soweit gut. Ich habe nur so ungefähr ein paar Sekunden Zeit, um richtig treffen zu können mit der Lanze. Ups, das war fail. Dann nimmt er die Lanze wieder raus. Okay. Okay. Ups. Gut, das hat schon mal nicht funktioniert. Versuchen wir es jetzt nochmal. Got it. Das funktioniert. Hey, als ob ich die nicht getroffen habe. Okay, krass geblockt. Vielleicht noch eine? Geh doch. Die Fiedel! Okay, sind gleich einen ganzen Haufen von meinen Leuten rausgeflogen. Aber das ist halt auch der Grund, warum ich Braven nicht so gerne habe, was Turniere angeht. Du hast hier alle nur mit Lanze. Permanent. Jetzt gehe ich ein. Okay, gelb ist raus. Stirb. Geh doch. Ey. Warum haut ihr die ganzen Pferde um? Ich glaube, mein neues. Tschüssi. Erstmal muss ich meinem Teamkollegen helfen. Bams. Also ich vergesse auch relativ häufig, welche Farbe ich habe. Deswegen gucke ich ab und zu mal nach unten. Nicht, dass man hier spontan einen Teammate ausnockt. Was eigentlich gar nicht geht, außer mit Pfeil und Bogen. Ist aber nicht so, als hätte ich es nicht auch schon geschafft, aus Versehen einen Teammate zu erschießen. Top! Alter, als hätten wir uns abgesprochen. Mega nice. Gut, das hat schon mal nicht funktioniert. Er hat mein Pferd K.O. gehauen. Finde ich jetzt aber nicht so nett. Na komm her. Das wird jetzt ein super unspannender Kampf. So. Wichtig ist nur, dass jetzt das Pferd stehen bleibt. Ja. Wie gesagt, super spannender Kampf jetzt. Block. Block. Aua. Yeah. Wie auch immer er den Angriff blocken kann. Oder sie, besser gesagt. Na komm. Na geht doch. Komm, jetzt hier noch ein. Gottes Willen. Lanze auf dem Boden ist das Beschissenste überhaupt.
Ja, komm her. Komm, komm zurück. Und... Aua. Zum Glück machen diese Pferde kaum Schaden. Und bleib stehen, bleib stehen. Ach, bleib doch einfach stehen und lass dich von mir umboxen. Ich weiß auch nicht, wie viele Treffer... Oh, Gott sei Dank, ey. 5 Treffer oder so, was ich jetzt gebraucht habe. Gottes Willen. So. Ist doch so gleich viel angenehmer hier. Könntet ihr mal bitte aufhören, mich zu verfolgen? Das führt doch zu nix. So. Danke. Kann ich jetzt nämlich auch ganz entspannt wieder meine Lanze einlegen und... Whams! So. Dich hole ich auf die altmodische Weise. Haben wir es gerade pariert mit unseren Angriffen? Oder was war das? Na, hörst du jetzt wohl auf mal? Ah, Gottes Willen. Geht doch. Plus 2, nice. Nehmen wir gerne. 4 Leute sind noch da. Jetzt gibt es ein 2-1-gegen-1. Unfair. Er hatte eine bessere Startposition als ich. Aber ist egal, ich mache ihn trotzdem fertig. Und Söldner-Schwertkämpfer, das kriegen wir hin. Sag ich doch. Hätte er es eingelegt gelassen, wäre es gefährlich geworden. Ich bin eine Stufe aufgestiegen. Klang irgendwie so. Aber ich habe meinen Ruf in Braven verbessert. Arena, hallo? Wie schaut's aus? Gibt's hier in der Nähe irgendwo einen Kruver? Ja, gut. Kruver ist in der Nähe von den Nords. Da könnten wir theoretisch auch mal ein bisschen Stunk nochmal machen. So, Armbrustschützen haben wir wieder ein paar mehr. Oh, ein neuer Segarant. Wunderbar. Moment. Reden. Mann, das scheint sehr zufrieden. Was braucht er denn? Wendigkeit braucht er. Damit er ein bisschen wendiger unterwegs ist. Nee, damit er mehr bessere Pferde reiten kann. So. Elian, wie schaut's bei dir aus? Du brauchst mehr Stärke auf jeden Fall. Du bist ein Lappen. Ich brauche mehr Intelligenz. Mehr Intelligenz und damit... Hilfe? Aufklärung, Wegfindung, Taktik, Taktik. Ausbilder. Ausbilder könnte ich machen. Oder? Was könnten wir alternativ machen? Ein bisschen mehr Schlagkraft, Bogenzugkraft brauche ich nicht, Waffenmeister. Schild, Athletik. Ja, das geht beides aktuell nicht höher. Komm her, machen wir Ausbilder. Passt schon. Bisschen besser mit dem Bogen umgehen. Hier kann ich doch auch diesen Stufe 19. Diesen Stufe 9. Diesen Stufe 14, okay. Schenker. Ich möchte nämlich nochmal gucken. Oh, ein streitlustiger Säufer. Moin. Piss dich. Nun, ich würde sagen, er hatte... Ach nee, ist doch egal. Es juckt doch eh keinen hier. Wächter, ciao. Schenke. Na gut, ciao.
Stimmt, hier könnten wir auch nochmal auf dem Marktplatz nach Waffen gucken. Ritterschwert, nette Sache. Achso, und den ganzen Quatsch hier können wir natürlich auch mal verkaufen. Tschüss. So, nette Sache. Haben wir hier vielleicht noch eine tolle Rüstung? Ui, nordischer Kriegsfürstenhelm verstärkt. 52 Kopfstärke ist schon, glaube ich, einer der besten. Aber den kaufe ich mir nicht, weil er zu teuer ist. Hier, die Handschuhe könnte ich aber... 3.500? Ernsthaft? Die sind genauso gut und kosten einfach 1.500 weniger. Witzlos. Gut, die nehmen wir mit. So. Uxhall. Waffenrost beendet. König Harlaus und König von Spanien, bla 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 bla. Er möchte, also er gibt mir jetzt auch das Angebot und ich schlage es auch aus, weil ich keinen Bock habe auf die Schwadia. Waffenschmied. Ritterschwert veredelt. Boah, ein Kriegsbogen meisterhaft. 23.000, Alter. Übelst teuer. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, der beste Bogen, den es gibt. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Das Huskal-Schild nehmen wir auf jeden Fall mit. Das Dicke. Das ist nämlich eine ganz wunderbare Waffe. Ein ganz wunderbares Schild. Und ich guck nochmal. Langbogen, Verbogen. Was habe ich denn? Normalen Langbogen aktuell. Großer Köcher mit Bodkin-Pfeilen. Alter, die nehmen wir mit auf jeden Fall. Ja, die Pfeile kann ich verkaufen. Auch vor allem die behalte ich mal. Ich verkaufe sie. Kriegt man häufig genug. Alter, mega nice. Fertig. Tschüss. Boah, 3.200 Dinare verloren. Dafür ein geiles Schild und bessere Pfeile. Also es geht schon. Schenke. Was bist du denn? Achso, das ist... auch so ein Dichttyp. Also jetzt habe ich das gar nicht vorgelesen, was er mir an Dichtkunst beibringen will, aber ich denke, damit kommt ihr klar. So, mein geiles Schild muss erstmal hier my favorite boy kriegen. So. Genau. Ja, perfekt. Und dieses Gammelschild, das kriegt sie hier. Damit sie auch was hat, um sich zu verteidigen. So. Markt, Waffen. Langes Breitschwert. Ist auch nicht schlecht. Bienenhänder rostig. Bienenhänder schachtig. Nee, das ist alles scheiße. Starker Kriegsbogen. Nee. So, jetzt haben wir schon wieder einen Haufen Geld ausgegeben für nichts. Jetzt kommt König Ragnar an hier. Und der bietet mir auch nichts. Also König Ragnar, eigentlich hätte ich mich dem auch anschließen wollen, sehr gerne, aber ich habe mich ja den Rodox verschrieben. Oh, moin. Du warst auch mal ein Abenteurer, oder? Aber jetzt hast du ein Pfeil ins Knie bekommen. Pies dich. Trottel. So, darf ich jetzt weiter einkaufen, bitte? Ramponiertes Huskal-Schild? Naja. Gut, warten wir mal bis morgen. Vielleicht ist hier noch... ja, Turnier ist noch. Alter! Meiner. Graf. Und dreimal Special-Gegner. Ui, das war schwach. Das war richtig schwach.
Stirb. Uff, das ist jetzt aber ganz schön kritisch, muss ich sagen. Ich hier allein gegen drei, gegen vier. Komm, kann ich das aufsammeln, bitte? Schnell, schnell, bitte, bitte, bitte. Ich möchte gerne... Genau. So. Ach, jetzt geht's los. Oh, da hätten sie mich aber gerade locker wegmachen können. Hätten sich nur mal anstrengen müssen. So. Du willst auch noch? Sollst du bekommen. Wenn in solchen Fällen immer aufs Pferd gehen und ihn dann versuchen, so irgendwie wegzumachen. Ja, es funktioniert immer. Zumindest bei den NPCs. Und da sind auch schon ganz viele von den guten Leuten raus. Oh, ich habe gleich von Anfang an Bogen, einwandfrei. Bam, bam, badam. Oh nein. Kannst du es wagen, du Schlawiner? Jetzt wirst du dafür büßen. Müssen. Okay, moin. Aua. Aua, geh weg. Geht doch. Du lebst. Oh, hallo. Und wieder Trick Nummer 17. Oh. Ich müsste natürlich auch treffen. So. Wie gesagt, funktioniert immer. Man darf halt nur nicht zu schnell oder zu langsam reiten, weil wenn man zu schnell ist, dann nehmen sie das Schild wieder hoch. Wenn man zu langsam ist, dann treffen sie ein. Nur los. Nur los, habe ich gesagt. Wer hat getroffen jetzt hier mal? Geht doch. So, und du kriegst jetzt auch noch einen rein. Ich weiß, ich bin Arschloch. Gut, Schwert und Schild. Geht fett klar. Auf die Schnauze, du kriegst auf die Schnauze. Einmal durchrasiert hier. Tschüss. So. So, du bist der Letzte. Mach dich bereit, mein Schwert zu fressen. Das hat ja gut funktioniert. Alter, das war gut gemacht von ihm. Er hat meinen Angriff abgebrochen, indem er mich getroffen hat mit dem Pfeil. Disrespecten. Wie kannst du es wagen, du Spaß? Das war meiner. Kratos und Dranton sind auch noch da. Hässliche Wurfspeere habe ich jetzt. Aber immerhin doch einer ist da, der den Schild hat. Der hat einen Speer gefressen. Der hat noch einen gefressen. Und der ist gestorben. Oh Gott, mein Pferd. Nein, mein Pferd. Da drüben gibt es noch Gegner. Und hier gibt es ein neues Pferd. Juhu. Die Potato.
Wow, Alter, der hat sogar getroffen. Krass. Schon wieder irgendwas getroffen? Jo, die. Werfen auf 17. Wow, ich bin so ein Profi, Alter. Ach du Kacke. Oh, Gott sei Dank ging das nur aufs Pferd, ey. Ich dachte schon, jetzt wäre es vorbei. Nice. Zwei Hände ist beste Waffe. Ja! Oder auch nicht. Juhu! Alter, das Pferd hat mich gerettet. Ohne Witz. Puh. So. Jetzt können wir wieder ganz entspannt mit Schwert und Schild, mit Speer und Schild kiten. Man kann übrigens, indem man die X-Taste, nee, das war die falsche, wenn man X drückt, kann man zwischen den Modis hin und her schalten, wie ihr seht. So habe ich es jetzt als Wurfspeer und so habe ich es jetzt als normalen Speer. Das hat ja schon mal nicht so gut funktioniert. Alter, komm. Gibt's nicht. Ich treffe ja nichts. Oh, damn it. Oh, fooded shit. Erstmal muss dieses Pferd von ihm weg. So. Ja, er hat da so ein bisschen was in seinem Schild stecken. Ich glaube auch, er ist einer von den etwas besseren Leuten hier. Ach komm schon, ich habe nur noch 20. Damn it. Komm schon, jetzt nimm dein Schild weg. Der lässt sich nicht triggern. Der lässt sich echt nicht triggern. Oh, fuck. Das wird unangenehm. Ich muss gucken, ob ich sein Schild irgendwie kaputt kriege. Moment, ich habe eine Idee. Gut, das hat schon mal nicht funktioniert. Fuck. Damn it, ey, du hast keine Chance. Kannst einfach nichts machen dagegen. Verdammte. Danke für nix. Na gut. Man muss auch verlieren können. So ist ja nicht. Moin, Turniermeister. Gibt es hier noch vielleicht irgendwo in der Zwischenzeit Nara? Okay. Das heißt Pferdeturnier. Reiten wir mal hin, gucken wir mal nach, was da so abgeht. Was wollen die denn jetzt hier? Geld von mir? Ist ja auch ganz schön frech. Fight. Ups. Tschüss. Das war kacke. Na komm her. Machen wir mal so rum und. Und. Tschüss. Tschüss.
Du willst auch noch, ja, 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 ja. Komm her, komm her. Oder du? Willst auch gerne was abhaben? Dann lässt du meinen Teamkollegen in Ruhe, du. Voll. Tschüss mit dir, du. Böser Bub. Aua. Aua. Pissig? Alter, los. Nee, das fährt man dir eigentlich nicht. Man nämlich den. What? Als ob der mich umgehauen hat. Ich glaub's nicht. Alter, was ist denn hier los? Oh, der hat schon mal eine gefressen. Ich bin gelb. Oh, der hat eine gefressen. Da war ein Pferd im Weg. Der konnte keine fressen. Aber der kriegt eine. Yep. Und der auch. Ah, nee, doch nicht. So. Dem gebe ich. Der kriegt hier noch eine Lanze ab. Und ihr hier. Hier und. Ah, verdammt, da war ich zu langsam. Wo haben wir denn noch hin? Hier haben wir da in die Ecke. Und tschüss. Komm, gib mir mal deine Pfeile. Ich möchte deine Pfeile haben, bitte. Darf ich die haben? Und ja, wunderbar. Danke. Dann können wir nämlich den hier rausnehmen. Den Typen rausnehmen, der unseren Kollegen gerade umgeboxt hat. So. Jetzt hier einfach einen nach dem anderen wegräumen. Zu viele Pferde. Na komm. Na. Meine Güte. So. In die Fresse, tot. In die Fresse. Aua. Got him. Gegeben. Und Whams. Schön Tag Team hier. Und oh, moin. Moin. Kratos, alte Keule. Okay, das klingt fix. Whams. Und tschüss. Ach, Kratos, du wieder. Aua. Ich muss erstmal Kratos wegfokussen hier. So, Schild ist weg. Dann kann er jetzt nicht mehr blocken. Jungs, es bringt doch nichts, wenn ihr mich verfolgt. Ihr müsst euch gegenseitig umhauen. Ja, das war nicht klug. Aua. Okay, die hat geblockt. Kackenfrech, wie sie ist. Ich hab's nicht auf dich abgesehen. Also kannst ruhig chillen. Ich hab's nur auf dein Pferd abgesehen. Und jetzt auf dich. Mua. Tschüss. Du hast keine Chance.
auch nicht. Du hast ja noch niemand Schild. Wie willst du meine Speere blocken? Aua. Tschüss. Achso, und du musst ja auch noch einen fressen. Oder zwei. Okay, nur einen. So. Also grundsätzlich ist es nicht unmöglich, mit einem Bogen gegen einen Lanzenreiter auf Pferd zu gewinnen. Also wenn man zu Fuß unterwegs ist. Habe ich alles schon hingekriegt, muss ich sagen. Also zwei saubere Schüsse in den Kopf vom Pferd. Was mache ich ja überhaupt? Und dann ist er halt gestürzt und dann mit dem Dolch halt auf ihn losgespackt. So kann man es halt schaffen, unter anderem. Oh, das war's schon. Nett. Gehen wir mal in die Schenke. Vielleicht finden wir hier ja noch jemanden. Karawanwächter zum Beispiel, ganz wichtig. Ja, gut. Oh, Belagerungsarmbrust. Nett. Schwere Lanze. Mhm. Nee, brauche ich nicht. Aber warte mal, was war das denn hier? Tschüss. Kurzes Ritterschwert, rostig, alles klar. Schöne Sache. So. Und damit endet jetzt auch diese Folge von Mount & Blade Warband. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, schönen Tag noch und ciao.